Heute seht ihr unsere Let's Spider in Action. Unsere Spider-Gele sind echt super dünn zu verarbeiten und so spielend leicht, dass jeder damit klarkommt. Das zeige ich euch aber im Folgenden. Ich werde auch normale Tipps nehmen und keine Überlängen-Tipps, weil Überlängen hat man im Studio selten und ihr wollt es ja im Studio anwenden. Und deswegen zeige ich euch, dass das auch ganz, ganz toll funktioniert, wenn man ganz, ganz, ganz normale Längen hat. Also viel Spaß beim Schauen!